Ich muss jetzt mit der Ärztin sprechen, jetzt sofort. Hallo, ich kann nicht warten, bitte. Du musst sofort. Dich bitte noch einen Augenblick gedulden. Wir haben noch eine Patientin drin. Die Ärztin ist in der Behandlung. Bitte gedulde dich einen Augenblick. Die 15-jährige Selina hat heute mit ihrer ganzen Familie einen Termin bei Dr. Heidemarie Münster. Die Jugendliche ist wie alle Mitglieder ihrer Familie übergewichtig und sucht deshalb nun doch die Hilfe ihrer langjährigen Hausärztin. Doch das Mädchen hat noch ein anderes tiefsitzendes Problem. Hallo. Ich muss mit Ihnen ganz schnell was besprechen. Was haben wir denn? Sie müssen unbedingt den Urlaub verhindern. So aufgeregt kenne ich dich ja gar nicht. Was ist los, Selina? Bitte. Wie, den Urlaub verhindern? Was meinst du? Ja, Sie dürfen uns einfach nicht gehen lassen. Wie? Ich kann euch nicht gehen lassen. Das musst du mir unbedingt erklären. Was ist los, um Gottes Willen? Da kommt deine Mama und dein Papa. Yes. Es war schon sehr seltsam, dass das Mädchen so auf mich zustürmte. Ich kenne sie schließlich schon seit Geburt. Sie wirkte auch sehr panisch und sehr ängstlich. Und als sie dann noch andeutete, dass sie nicht wolle, dass ihre Eltern in Urlaub fahren, habe ich mich schon gefragt, was ist nur mit ihr los? So kenne ich sie gar nicht. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Mit dem Eintreffen der Familie in der Gemeinschaftspraxis ist das Mädchen verstummt. Die Neuntklässlerin, ihre Eltern und Bruder Marvin suchen vor dem lang ersehnten Urlaub Rat bei Dr. Heidemarie Münster. Denn alle leiden seit einiger Zeit unter verschiedenen starken Beschwerden. Bitte schön, was ist der Anlass Ihres Besuches heute? Tja, wir fahren bald in Urlaub. Das ist ja was Schönes eigentlich. Genau, nach Spanien. Uns einen schönen Pauschalurlaub gebucht. Naja, auf jeden Fall, meine Knie machen mir in letzter Zeit wieder so richtig viel Probleme. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie mir nicht einfach nochmal Schmerzmittel verschreiben können. Das war eigentlich ganz gut. Als einmalige Lösung ist das in Ordnung, Frau Kraft. Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, Schmerzmittel, also nicht steroidale Antimedikamente, die machen natürlich auch, die haben Nebenwirkungen. Die Ursache zu bekämpfen wäre das Wichtige. Also ich kenne die Familie wirklich schon sehr lange und ich sehe, dass das Gewicht immer schlimmer wird. Am Anfang war es nur Übergewicht und jetzt haben wir schon eine Fettsucht. Das wird allmählich bedrohlich mit richtig lebensgefährlichen Nebenwirkungen. Und ich habe schon alles Mögliche versucht, den Eltern nahezubringen. Es geht nicht. Familie Kraft ist der Ernst der Lage bisher einfach nicht bewusst. Dr. Heidemarie Münster appelliert vor allem an den Vater, der bereits mit Bluthochdruck kämpft. Sohn Marvin läuft akut Gefahr, an Diabetes zu erkranken. Doch der Weckruf der Ärztin rüttelt zunächst nur Mutter Annika auf. Was haben wir denn? Das überzählige Fett, was wir haben, legt sich in die Gefäße ab. Und die Gefäße können dann auch zugehen. Und was haben wir für Gefäße, die wichtig sind? Am Herz natürlich wichtige Gefäße. Das kann zu Herzinfarkt führen. Wir haben aber auch natürlich die Leber. Und die Leber kann einfach so viel Fett nicht vertragen. Wenn wir so viel Cholesterin und Triglyceride im Blut haben, dann passiert es, dass wir eine Fettleber bekommen können. Ja, mir ist schon klar, dass wir eigentlich vorher auch hätten abnehmen müssen und so. Aber das ist echt nicht so einfach. Und wie krass das eigentlich ist, ist mir erst dann klar geworden, als das so gesagt wurde. Und ich meine, ja, Diät sagt sich immer so einfach. Ich meine, dünne Leute können immer abnehmen. Aber bei uns hat das irgendwie noch nie geklappt, egal was für eine Wunderwaffe wir versucht haben. Selina, ich sehe, dir geht's nicht gut. Was ist los, Selina? Der Urlaub ist jetzt von euch geplant. Schatzi, du freust dich doch auf den Urlaub. Komm, dann können wir uns noch mal entspannen. Das wird ein schöner Urlaub. Ihr habt bestimmt mal wieder ihre Tage. Sag mal. Selina. Oh je. Was hast du denn jetzt schon wieder mit ihr gemacht? Selina, was ist los? Ich bin Selina in den Garten gefolgt, weil ich die Hoffnung hatte, sie würde sich dann öffnen, wenn sie mit mir alleine reden kann, ohne die Anwesenheit ihrer Familie, ihres Bruders und ihrer Eltern. Irgendwas scheint das Mädchen wirklich ernsthaft zu bedrücken. Aber leider ist sie mit der Sprache nicht rausgerückt. Wir dürfen einfach nicht in den Urlaub. Aber schau mal, es sind erwachsene Eltern. Ich kann deinen Eltern nicht verbieten, in Urlaub zu fliegen. Die haben ihr gutes Recht, in Urlaub zu fliegen. Und die haben jetzt auch nicht unbedingt ein medizinisches Risiko, dass sie sofort nicht fliegen dürfen. Das geht einfach nicht. Oh. Selina weicht der Ärztin aus. Doch die 15-Jährige scheint regelrecht Angst vor dem geplanten Urlaub mit ihrer Familie zu haben. Hausärztin Dr. Münster nimmt die Sorge der Jugendlichen ernst und schon bald wird das weitere Ausmaß des Problems deutlicher. Ich sehe, wir haben ja wirklich zwei Probleme, Familie Kraft. Das eine ist Selina, da müssen wir auf alle Fälle was dran tun. Und für das andere Problem, was wir eben schon ausführlich besprochen haben, würde ich gerne jemanden aus meiner Gemeinschaftspraxis empfehlen, einen Ernährungsberater. Also ist ja kein Problem.
Ach komm, Schatz, jetzt nimm das Ganze doch mal ernst. Du hast doch gehört, was sie gerade gesagt hat. Ja, sehe ich. Ich möchte in Urlaub und das Problem mit uns zu Hause klären. Mir ist vollkommen unklar, warum sie nicht mit der Familie in Urlaub fahren möchte. Da muss man auf alle Fälle noch mal jemanden mit einschalten. Und ich hoffe, dass meine Kollegen aus der Praxis sich darum weiter mit ihr kümmern werden. Darf ich Ihnen den Herrn Schreiber gerade vorstellen? Hallo. Das ist mein Praxismitarbeiter. Hallo. Hier, der Hallo. Ernährungsberater, von dem ich Ihnen eben schon kurz erzählt habe, dass wir da gerne einen Termin für Sie haben. Ja? Bitte schön, das ist die Familie Kraft. Familie Kraft, hallo. Ich werde mit Ihnen jetzt einen Termin vereinbaren für die kommenden Tage. Bis dahin werde ich Ihnen jetzt ein Ernährungsprotokoll mitgeben. Das füllen Sie bis dahin aus und dann können wir nämlich perfekt in die Ernährungsberatung gleich einsteigen. 5 Tage später stattet Ernährungsberater Patrick Schreiber der vierköpfigen Familie wie verabredet einen Besuch ab. Der Familienhelfer möchte sich vor Ort ein Bild vom Essverhalten der Krafts machen und außerdem versuchen, den Grund für Selinas Panik vor dem geplanten Urlaub herauszufinden. Ja, ich sehe gerade, ihr esst. Dann ja, wir haben auch ganz fleißig hier dieses Tagebuch gemacht, so wie Sie uns das gesagt haben. Dankeschön. Mäuschen, Mäuschen, Limo. Dazu kommen wir ja, dann bitte. Gleich. Esst ihr erst mal ganz in Ruhe zu Ende. Und dann gehen wir mal zusammen das Ernährungsprotokoll durch. Als ich reingekommen bin, war die Familie Kraft gerade beim Essen gewesen. Und das ist natürlich für mich sehr schön zu beobachten, wie viel eine Familie ist. Und für mich ist natürlich dann auch gleich ersichtlich, wie hektisch eine Familie ist. Und das war für mich wichtiger, als gleich aufs Protokoll zu gehen. Sondern hier bin ich live dabei gewesen und konnte mir das wirklich live anschauen. Also deftige Kost ist schon gut. Ja? Also, ja. Und also heute Mittag zum Beispiel gab es Haxe mit Bratkartoffeln. Ja. Und ich meine, das Abendessen ist ja gesehen auch nicht schlecht. Ne? Aber gucken Sie mal, wir haben hier Gurke mit drin. Ganz wie im Ernährungsplan, da steht ein bisschen Gemüse, haben wir mit reingetan. Ja, der Ansatz ist da. Ich sehe schon, der Ansatz ist da. Trotzdem, die Familie ernährt sich weiterhin zu ungesund. Der Familienhelfer erklärt den Eltern und Teenagern genau, worauf sie achten müssen. Dabei spürt Patrick Schreiber die dicke Luft zwischen den Geschwistern. Möglicherweise liegt darin die Ursache, warum die Gesamtschülerin partout nicht in den Urlaub fahren will. Irgendetwas muss vorgefallen sein, das nun die Familie zu zerstören droht. Ich nehme noch eine Frikadelle da. Ja, ich nehme die mal. Nein. Herr Doktor, kommen Sie hier, vergeht meiner Tochter das Essen. Ja, du brauchst keine Frikadelle, guck dich mal an. Du hast es nicht nötig. Gönn's mir doch mal. Du willst mich doch verarschen. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Als ich dann hochgegangen bin zu der Celina, um mit ihr noch mal zu sprechen, ist ja vorher das mit dem Fleischbällchen vorgefallen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es so eine krasse Wende nimmt und was ihr wirkliches Problem ist. Was ist denn los? Alles gut? Ja, es ist alles okay. Ja, also irgendwas kann ja nicht richtig stimmen. Dein Bruder wollte jetzt auch noch mal mitkommen. Ich glaube, er hat auch gerade eingesehen, dass es ein bisschen zu viel war. Ja, und ich möchte mich wirklich dafür entschuldigen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Kannst du mir da noch mal verzeihen? Ich denke schon. Ja? Ich möchte dich ja schon noch ein bisschen was fragen. Weil du bisher hast mir noch keine richtigen Antworten gegeben. Und da habe ich mal eine Idee. Stellt euch mal beide hin, okay? Mhm. Ja? Und jetzt stellt euch mal bitte auf ein Bein. Sucht euch euer Lieblingsbein aus. Stellt euch auf ein Bein hin. Ja? Versucht. Danke. Ja, okay, versucht mal, genau, das Gleichgewicht zu halten. Und jetzt beantwortet mir immer mal zwischendurch ein paar Fragen. Du. Ist dir Essen wichtig? Ja. Ich war oben gewesen bei Celina im Zimmer und der Bruder hat sich entschuldigt. Trotzdem wollte ich herausfinden, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Also habe ich ein Spiel mit ihnen beiden gemacht, wo sie auf einem Bein stehen müssen. Also wo sie ein schweres Gleichgewichtsgefühl haben. Und habe mit ihnen dann quasi Frage-Antwort-Spiel gemacht. Was ich hier gesehen habe, ist, dass sich beide unterstützen. Der eine ist fast gefallen, der andere hat festgehalten und umgekehrt. Und für mich war hier ganz klar ersichtlich, das Problem, was Celina hat, sind nicht die beiden. Das ist nicht, dass Schwester und Bruder sich nicht verstehen. Sondern hier habe ich gesehen, das Problem steckt irgendwo anders. Also dein Problem, was du hast, hast du nicht mit deinem Bruder. Hast du Probleme in der Schule, mit deinen Freunden eventuell? Ich will darüber nicht reden. Okay. Also ich bin auf jeden Fall für dich da, wenn was ist. Du kannst es uns auch ruhig erzählen. Celina, hast du was dagegen, wenn ich deine Eltern mal da hinzuziehe jetzt? Wenn ich deine Eltern rufe und dass die auch mal mit herkommen?
Alles gut. Die 15-Jährige ist emotional aufgewühlt. In den letzten Wochen hat sie sich immer weiter zurückgezogen und ihren Kummer in sich hineingestopft. Patrick Schreiber ahnt, wie sehr das sonst fröhliche Mädchen leidet und will helfen. Wir müssen jetzt gemeinsam, also ihr seid die starke Stütze. Was ist los? Was ist denn los? Ich wollte das nicht sagen, aber ich werde im Internet gemobbt. Bitte was? Was? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Sind das die Bilder? Ja. Oh Gott. Okay. Nein. Also das Problem ist... Komm. Hast du da was mit zu tun? Ich? Ja, du ärgerst deine Schwester doch ständig. Ich poste ab und zu mal ein paar Urlaubsfotos, aber auch sonst. Also wenn du das bitte hier Urlaubsfotos nennst, ist aber irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Das war er nicht. Lass doch mal erzählen, was los ist. Hm? Dadurch, dass der Marvin immer die Sachen im Internet postet, wenn wir irgendwo hingehen, sieht man uns alle und dann werden die Sachen gefotoshoppt und dann kommt sowas raus. Oh Gott, das tut mir so leid. Ach, Schnucki. Also das Problem ist ziemlich arg. Also das Ganze nennt sich Cybermobbing. Mhm. Ja, und das passiert dann, wenn man zu viele Bilder von sich ins Internet stellt. Hier ist es jetzt natürlich ganz wichtig, dass jetzt die Familie zusammenhält und dass wir das Problem am Schopfe packen, mit der Schule mal sprechen, die Kinder zur Verantwortung ziehen und schauen, dass sie das dann sein lassen. Ich wurde hinzugerufen, weil die Familie gesundheitliche Probleme hat. Das wollte ich natürlich mit einer Ernährungsberatung, mit einer Ernährungsumstellung wieder in den Griff bekommen. Was ich dann aber herausgefunden habe, dass die Celina durch Cybermobbing ein Problem bekommen hat mit ihrem Essverhalten und dadurch natürlich auch massiv zugenommen hat, das hat mich natürlich erstaunt und Cybermobbing geht natürlich gar nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall euch begleiten, dass wir da zusammen zur Schule gehen und mit der Lehrerin da ein Gespräch angehen und dann mit den Schülern sprechen und dann hoffen wir, dass wir dieses arge Problem in den Griff bekommen. Dank der Hilfe von Familienhelfer Patrick Schreiber gehört das Cybermobbing inzwischen der Vergangenheit an. Außerdem hat Familie Kraft schon während ihres Urlaubs ihre Ernährung umgestellt und angefangen, regelmäßig gemeinsam Sport zu treiben. Die ersten Kilos sind bereits gepurzelt.